So, die aktuelle Lerneinheit ist jetzt ein Bonus oder quasi ein Aufsatz zum Thema Entscheidungstheorie. Sie haben ja das grundlegende Entscheidungs-, die grundlegende Theorie der Entscheidungen schon kennengelernt. Und wie in allen Bereichen der BWL kann man auch in der Entscheidungstheorie zwischen positiven und normativen Ansätzen unterscheiden. Bei positiven Entscheidungstheorien geht es darum zu erklären, wie man Entscheidungen in bestimmten Situationen erklären kann. Ja, also reine Beschreibung. Und dazu werden Modelle benutzt. Wenn man nämlich Entscheidungssituationen auf ihre wesentlichen Merkmale vereinfacht, wird es leichter zu identifizieren, warum in welcher Situation wie gehandelt wird. Außerdem wird es mit Modellen einfacher, Hypothesen abzuleiten, die dann schließlich empirisch, also mit Daten aus der realen Welt, überprüft werden können. In der normativen Entscheidungstheorie wird dagegen eher versucht, Entscheidungsempfehlungen abzuleiten. Wie sollte man sich entscheiden? Konkret heißt das, bei einer fixgebenden Zielsetzung von mehreren Handlungsalternativen diejenige mit dem höchsten Grad an Zielerreichung zu finden. Genau darum wird es in dieser Lerneinheit gehen. Das heißt, wir beschäftigen uns hier primär mit normativer Entscheidungstheorie. Die vorgegebenen Zielsetzungen sind Einkommenserzielung und Verringerung von Einkommensunsicherheit. Sie erinnern sich, das sind die Hauptziele von Robinson und das sind in der Regel auch die Hauptziele von Individuen, die in irgendeiner Weise wirtschaftlich handeln. Wie man das angemessen formal umsetzt, darum geht es in dieser Lerneinheit. Die einzelnen Elemente der grundlegenden Entscheidungstheorie kennen Sie schon. Handlungsalternativen, Umweltzustände und Ergebnisse. Denken Sie an die Entscheidungsmatrix zurück und die wird auch diesmal wiederkehren. Je nachdem, wie viele Umweltzustände eintreten können und wie der Informationsstand der Entscheiderin ist, können Entscheidungen bei Sicherheit, Entscheidungen bei Risiko und Entscheidungen bei Ungewissheit unterschieden werden. Weil der Fall so relevant ist, geht es in dieser Lerneinheit ausschließlich um Entscheidungen bei Risiko. Wir nehmen also an, die Entscheiderin ist in der Lage, für alle Zustände zumindest eine grobe subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilung zu formulieren. Den Fall der sicheren Erwartung können wir dann als Grenzfall von Entscheidungen bei Risiko interpretieren, nämlich Wahrscheinlichkeit von 1 für ein bestimmtes Ergebnis. Ja, wie Sie sich schon fast denken können, Entscheidungen bei Risiko erfordern Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das müssten Sie alle in der Schule in irgendeiner Form gemacht haben. Falls Ihnen das nicht mehr so gut parat ist, dass Sie jetzt Probleme haben in dieser Lerneinheit, empfehle ich Ihnen dringend anzuhalten und das nochmal zu wiederholen. Was Sie für diese Einheit brauchen, ist am Anfang von Kapitel 10 ganz knapp zusammengefasst. Sie können das aber auch in jedem anderen Standardlehrbuch nachlesen, ist mir egal wo. Wichtig ist, dass Sie mit den Begriffen, die in Kapitel 10 vorkommen, umgehen können. Zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsverteilung, Erwartungswert, Varianz und so weiter. Hier in der Vorlesung gehe ich nicht explizit darauf ein, sondern setze einfach voraus, dass Sie alle ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung können. Und auf Basis dieser Überlegungen werden wir uns in dieser Lerneinheit drei wichtige Entscheidungsprinzipien für Risikosituationen anschauen. Einmal das Bernoulli-Prinzip, das μ-Sigma-Prinzip und die stochastische Dominanz. Jetzt erstmal zum Bernoulli-Prinzip. Und zwar geht es da um Nutzenfunktionen und was die mit Risikoeinstellungen zu tun haben. So, und wenn Sie mal vergleichen, wie wir das hier in der Vorlesung behandeln und wie das im Buch abgebildet ist in Kapitel 10, dann werden Sie auf jeden Fall merken, das Thema Bernoulli-Nutzenfunktion behandeln wir hier verkürzt, viel kürzer als im Buch. Und der Grund dafür ist, dass die mathematische Herleitung des Bernoulli-Prinzips meiner Meinung nach relativ wenig zum fundamentalen Verständnis des Konzepts beiträgt. Und deswegen lassen wir es einfach raus und schauen uns einfach an, was rauskommt konkret und interpretieren das. Denken Sie als allererstes zurück an das Grundmodell der Entscheidungstheorie. Da hatten wir ja so eine Art von Entscheidungsmatrix wie hier, nicht wahr? Diese Tabelle habe ich hier übernommen, bloß der Einfachheit halber, für nur zwei Aktionen, A1 und A2, und für jeweils drei Umweltzustände, Z1, Z2, Z3. Okay? Dann zwei verschiedene Handlungsalternativen und drei verschiedene Umweltzustände. So, wie Sie sich erinnern, steht E jeweils für das Ergebnis,
das sich für eine Kombination von Aktion und Zustand ergibt. Also wenn Zustand 1 realisiert wird oder wenn Zustand 1 eintritt und wir Handlungsalternative 1 wählen, kriegen wir das Ergebnis. Wenn Zustand 1 eintritt und wir haben uns aber für Handlungsalternative 2 entschieden, kommt dieses Ergebnis zustande und so weiter und so weiter. Und schließlich steht in der letzten Spalte noch der Nutzen, der mit einer Aktion verbunden ist. Ne? Denn nicht das Ergebnis an sich ist für uns wichtig für die Entscheidung, sondern wie wir dieses Ergebnis bewerten. Was für einen Nutzen wir daraus ziehen. Und das steckt eben in dieser Nutzenfunktion drin. In dieser Lerneinheit geht es fast ausschließlich darum, wie dieser Nutzen in der letzten Spalte konkret berechnet wird für eine normative Entscheidungstheorie. Und wie Sie sehen können, habe ich jedem Ergebnis schon eine konkrete Zahl zugeordnet. Das könnte zum Beispiel der Gewinn sein, der sich aus einer Kombination von Aktion und Zustand ergibt. Um auf den Gesamtnutzen einer Aktion zu kommen, müssen wir uns zuerst die Präferenzen in Bezug auf die einzelnen Ergebnisse anschauen. Okay? Wir haben hier insgesamt nur drei verschiedene Ergebnisse. Einmal 100, die kommt hier vor, dann die 120, die kommt hier vor und die 160, die kommt hier vor. Der Einfachheit halber. Für jedes dieser Ergebnisse hat die Entscheiderin natürlich eine bestimmte Präferenz. Und die drücken wir hier numerisch mit einem Wert zwischen 0 und 1 aus. Und diesen Wert nennen wir auch Nutzen. Und weil das aber nicht ganz genau das gleiche ist wie der Nutzen in der letzten Spalte, benutzen wir dafür statt U den Buchstaben Pi, ne, damit es da keine mathematische Verwirrung bei Ihnen gibt. Um es ganz einfach zu machen, nehmen wir an, dass der Nutzen der Entscheiderin für das Ergebnis 100 gleich 0 ist. Also hier wäre das dann also Pi von 100 ist 0. Der Nutzen hier auch. Könnten hier noch sowas dran machen. Und der Nutzen für das Ergebnis 120 sei 0,5. Also haben wir dann hier ein halb. Und der Nutzen für das große Ergebnis, nämlich für 160, ist 1. Okay, das sind die einzelnen Bewertungen für die einzelnen Ergebnisse. Nochmal. Die Kombination aus Zustand 3 und Aktion 1 ergibt uns dieses Ergebnis, diesen Gewinn, und den bewerten wir mit einer 1. Wobei diese 1 per se keine Bedeutung hat, sondern nur ausdrücken soll, dass wir dieses Ergebnis besser finden als das Ergebnis 120, und das wiederum finden wir besser als das Ergebnis 0. Okay? Mehr steckt da nicht drin und deswegen vereinfachen wir das so stark auf Werte zwischen 0 und 1. Es geht um eine reine Ordnung der Ergebnisse. Und für den letzten Schritt brauchen wir noch Informationen über die Eintrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen Zustände. Wir machen das ganz einfach. Der erste und der letzte Zustand treten je mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 ein. Schreiben wir mal hier hin. Und der mittlere Zustand mit einer Wahrscheinlichkeit 1/2. Okay, das sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und mit den Informationen, die wir jetzt da haben, können wir den Erwartungswert einer Aktion berechnen. Der Erwartungswert ergibt sich dabei als die Summe der einzelnen Nutzen, jeweils gewichtet mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Für die erste Aktion, also hier, haben wir also einen Nutzenerwartungswert, den schreiben wir dann so, U von A1, damit es logisch bleibt, schreiben wir dann, damit es ganz stringent ist, schreiben wir dann den Erwartungswertoperator hin. Von, wovon? Na, den einzelnen Werten für Pi. Also Pi gegeben A1, also der Erwartungswert der Nutzenwerte hier, gegeben, dass wir A1 ausgewählt haben. Das steht da. Kurz können wir das schreiben als E von U von E. Okay? Das ist der Nutzenerwartungswert. So, und wenn wir da jetzt, da ist mir der Platz jetzt ausgegangen, wenn wir da jetzt die einzelnen Werte einsetzen, dann sehen wir, die erste Kombination hier bringt uns einen Nutzen von 1/2 und tritt mit einer Wahrscheinlichkeit 1/4 ein. Das heißt, wir haben da 1/4 mal 1/2 plus
Hier, das bringt uns einen Nutzen von 1,5 und tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 ein. Also 1,5 mal 1,5 plus für den letzten Zustand gilt 1/4 mal 1. Wenn wir das alles eingeben in Taschenrechner, kriegen wir raus 0,625. Okay, das ist der Nutzenerwartungswert für die erste Aktion. So, das gleiche können wir für die zweite machen. Das schreibe ich jetzt nicht ganz genau auf, sondern schreibe einfach nur hin, e von u von e hier unten ist gleich 0,5. Das können Sie selber nachrechnen, dass das stimmt. Aber eigentlich sehen Sie das auch sofort, ne? Also, weil hier haben wir 0, hier haben wir 0, haben wir hier 1 mit einer Gewichtung von 1,5, muss 0,5 rauskommen. Das Wichtige am Bernoulli-Prinzip ist nicht diese Berechnung hier, sondern dass man zeigen kann, dass unter bestimmten Annahmen, bestimmten sinnvollen Annahmen, ein rationaler Entscheider, der sich immer für die Alternative mit dem für ihn höheren Nutzen entscheidet, bei einer unsicheren Handlung wie die hier, sich für die Aktion entscheiden wird, die den höchsten erwarteten Nutzen verspricht. Ja, will heißen, diese Art, den Nutzen hier im Erwartungswert auszurechnen, sagt uns, für welche Alternative sich ein Entscheider entscheiden wird. Okay, das heißt, Alternative 1 bringt uns im Erwartungswert einen Nutzen von 0,625, aber Alternative 2 bringt uns im Erwartungswert einen Nutzen von 0,5. Das heißt, hier findet die Entscheiderin, gegeben ihre Nutzenfunktion, die erste Handlungsalternative besser. Ne? Auch hier gilt, dass der Wert lediglich dafür da ist, eine Reihenfolge zu bilden. Und ja, per se weiß die Entscheiderin ja nicht sofort, ob A1 besser ist oder A2. Und das hier ist so eine Art Risikoanalyse, bloß in Bezug auf die persönlichen Präferenzen. Der erwartete Nutzen ist somit ein normatives Entscheidungskriterium, welche der beiden Aktionen die Entscheiderin wählen sollte, wenn sie rational handeln möchte. Wie Sie bestimmt gemerkt haben, kommt bei unserer Formulierung des Nutzenerwartungswertes immer ein Wert zwischen 0 und 1 raus, weil, können wir so schreiben, weil, klar, Wahrscheinlichkeiten liegen per Definition zwischen 0 und 1 und die Nutzenwerte, die wir hier angegeben haben, die liegen per Annahme auch zwischen 0 und 1. Und wenn man zwei Sachen multipliziert, die zwischen 0 und 1 liegen, muss auch irgendwas rauskommen, das zwischen 0 und 1 liegt. Das ist gar kein Problem, weil es geht ja hier nur um die Auswahl zwischen Handlungsalternativen, nicht um die Messung des Nutzens. Also der Wert, der hier rauskommt, die 0,65, hat keine Bedeutung per se, sondern nur im Vergleich zu der 0,5 hier. Okay? Ganz wichtig bei der Bernoulli-Nutzenfunktion. Und daher geht es hier auch nur um Handlungsalternativen für ein Individuum. Damit kann man jetzt nicht Nutzen zwischen Personen vergleichen. Wie Sie jetzt wissen, sagt uns die Bernoulli-Nutzenfunktion, welche Handlungsalternative wir am besten finden, welche am zweitbesten und so weiter. Da liegt es ja nahe zu vermuten, dass die Auswahl zwischen Alternativen abhängt vom Verlauf der Nutzenfunktion. Normalerweise wird unterstellt, dass ein größeres Ergebnis einem geringeren Ergebnis vorgezogen wird. Denken Sie zurück an unser Beispiel eben. Wenn wir sagen, das Ergebnis steht für den Gewinn, dann ist klar, dass wir mehr Gewinn besser finden als weniger. Wenn die Ergebnisdimension also das Vermögen ist, ist das ohne weiteres einleuchtend. Bei anderen Ergebnisdimensionen muss man sich irgendwie behelfen, und zwar in der Regel so, dass irgendeine Art von monetärem Äquivalent als Indikator benutzt wird. Ist jetzt nicht so wichtig. Wir können auf jeden Fall festhalten, die Nutzenfunktion sollte in der Regel eine positive Steigung in der Ergebnisdimension haben. Will nicht sagen. Das heißt nur, je mehr Gewinn finden wir besser, und das sollte dann auch irgendwie in der funktionalen Form der Nutzenfunktion drinstehen. Das sagt uns aber noch nicht genug. Damit wir etwas über die Risikopräferenzen der Entscheiderin aussagen können, brauchen wir genauere Angaben, die wir zum Glück mit Hilfe des Bernoulli-Prinzips auch machen können. Risikoaversion dabei bedeutet, dass eine Entscheiderin ceteris paribus, das bedeutet, wenn alles andere gleich bleibt, weniger riskante Alternativen den riskanten Alternativen vorzieht. Okay? Formal wird Risikoaversion so definiert, dass ein sicherer Betrag in Höhe des Ergebniserwartungswertes
der unsicheren Ergebnisverteilung vorgezogen wird. Das heißt keineswegs, dass eine risikoaverse Entscheiderin jegliches Risiko vermeidet, denn Risiko ist zwar an sich unerwünscht, sodass für die Übernahme von Risiko ein Preis, nämlich die Risikoprämie, gefordert wird. Allerdings kann es trotzdem sein, dass bei ausreichend großer Risikoprämie auch das Risiko von der Entscheiderin trotzdem getragen wird. Es geht nur um die Kompensation. Umgekehrt können wir annehmen, dass es zu jeder Risikoprämie größer als 0 auch eine adäquate Risikomenge gibt, die eine Entscheiderin bereit ist zu übernehmen. Einfach so stehen lassen. Analog zur Risikoaversion spricht man von Risikofreude, wenn das Vorzeichen in der Formel umgekehrt ist. Also, wenn die unsichere Dimension vorgezogen wird gegenüber der sicheren. Wie das genau zu interpretieren ist, schauen wir uns gleich im Beispiel an. Das ist hier erstmal nur die Definition. Und als dritten Fall können wir außerdem sagen, dass der Nutzen des Erwartungswertes und der Erwartungswert des Nutzens übereinstimmen, nämlich für Individuen, die risikoneutral sind. Man sagt auch risikoindifferent. Und den Fall der Risikoaversion, den schauen wir uns hier ganz genau an, weil, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist der Fall, der am relevantesten ist für die Praxis. Risikoaversion bedeutet, dass positive Abweichungen von einem bestimmten Ergebnis weniger stark ins Gewicht fallen als gleich hohe negative Abweichungen. Der Verlauf der Nutzenfunktion ist also oberhalb eines bestimmten Ergebnisses flacher als unterhalb. Man kann zeigen, dass die Definitionsgleichung für Risikoaversion genau im Fall konkaver Nutzenfunktionen U erfüllt ist. Also bei Funktionen mit abnehmender Steigung. Okay? Hier also, man kann zeigen, bedeutet, das zeigen wir hier nicht, aber es ist, irgendjemand hat mal gezeigt, dass Konkavität von U bedeutet, dass diese Bedingung hier erfüllt ist. Okay? Ja, also eigentlich eher sowas. Nochmal, bei konkaven Nutzenfunktionen U ist dieses Kriterium hier erfüllt, sodass wir von Risikoaversion sprechen können. Ja, und konkave Funktionen ist nichts anderes als eine Funktion mit abnehmender Steigung. Also ist eine konkave Bernoulli-Nutzenfunktion Ausdruck von Risikoaversion. Ich glaube, jetzt habe ich es genug oft wiederholt. Eng verbunden mit der Definition der Risikoaversion ist das sogenannte Sicherheitsäquivalent einer Lotterie. Das Sicherheitsäquivalent einer Lotterie ist der sichere Ergebniswert, welcher die Entscheiderin indifferent lässt zwischen eben diesem Ergebniswert und der unsicheren Lotterie. Okay? Also ganz plastisch gesprochen, wenn Sie einen Lotterieschein haben, dann steckt da ja eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung drin und eine bestimmte Erwartungswert, wie viel Sie gewinnen können. Und das Sicherheitsäquivalent ist jetzt genau der Wert, den man Ihnen zahlen müsste, dass Sie diesen Lottoschein abgeben. Okay? Das, was man Ihnen zahlt, ist ja sicher. Das haben Sie sofort in der Hand, einen Geldbetrag. Das ist das Sicherheitsäquivalent für die Lotterie, die dieser Lottoschein eben darstellt. Und bei Risikoaversion ist das Sicherheitsäquivalent stets kleiner als der Erwartungswert des unsicheren Ergebnisses. Das folgt zum einen intuitiv daraus, dass eine risikoaverse Entscheiderin ein risikoloses Ergebnis auch dann genauso gut findet wie eine unsichere Lotterie, wenn das mittlere Niveau des unsicheren Ergebnisses etwas höher ist. Einfach so stehen lassen. Und den gleichen Informationsgehalt wie das Sicherheitsäquivalent, also mathematisch, hier S ist das Sicherheitsäquivalent. Und wenn wir das S hier eben isolieren wollen, dann müssen wir natürlich die Umkehrfunktion bilden, also U hoch minus 1 von dem hier. Okay? Aber in der Praxis ist das alles nicht so wild, wie wir sehen werden. Inhaltsgleich wie das Sicherheitsäquivalent ist die sogenannte Risikoprämie. Und die Risikoprämie ist definiert als die Differenz zwischen Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent. Und im Fall der Risikoaversion muss gelten, dass die Risikoprämie positiv ist. So, das waren jetzt jede Menge Definitionen und das schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an, damit es ein bisschen klarer wird.
Und keine Angst, in der Übung werden wir es uns auch ein paar Mal anschauen. Das bezieht sich jetzt auf eine Grafik, die im Buch auf Seite 500 zu finden ist, glaube ich. Ja. So. Erste Annahme, die wir treffen, funktionale Form der Nutzenfunktion ist Wurzel von x. Also u von x, wir nehmen an, ist Wurzel von x, ist ein Beispiel für eine konkave Nutzenfunktion. Es geht darum, eine bestimmte Lotterie zu beurteilen, nennen wir L, und diese Lotterie nennen wir so 1, 1,5, 49. Was bedeutet diese Schreibweise? Diese Schreibweise bedeutet, wir haben es mit einer Lotterie zu tun, eine unsichere Situation, in der mit Wahrscheinlichkeit 1/2 das Ergebnis x gleich 1 eintritt und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 das Ergebnis x gleich 49. Um es noch viel plastischer zu machen, in dieser Lotterie werfen wir eine Münze. Bei Zahl erhalten wir 49 Euro, bei Kopf erhalten wir 1 Euro. Das ist die Lotterie, die da steht. Der Erwartungswert des Ergebnisses beträgt e von x gleich 25. Also schreibe ich mal hier hin, e von x ist der Erwartungswert des Ergebnisses. Also da steckt noch nichts an Präferenzen drin. Es geht nur darum, was wir in Mittel an Gewinn erwarten hier, nämlich 1,5 mal 1 plus 1,5 mal 49 ist genau die Hälfte von 50, also 25. Okay? Und der Nutzen dieses sicheren Ergebnisses ist 5. Also der Nutzen von 25, das schreibe ich mal anders auf. Der Nutzen von e, jetzt sind die Klammern durcheinander. Das konnte ich in der Schule schon immer nicht. So. Ist gleich Wurzel 25 ist gleich 5. Denn, Sie erinnern sich, Wurzel x ist die Nutzenfunktion, die wir angenommen haben. Eine risikoneutrale Entscheiderin wäre genau indifferent zwischen der Lotterie und einer sicheren Zahlung von 25 Euro. Das ist die Aussage, die jetzt schon mal daraus gezogen werden kann. Okay? Diese Lotterie und dieser Betrag, sofort auf die Hand, das wäre ebenbürtig für eine risikoneutrale Entscheiderin. Da wir aber eine risikoaverse Entscheiderin annehmen, zieht sie die sichere Zahlung vor. Wir müssen nur noch genau festhalten, wie sehr sie das vorzieht. Fehlt jetzt hier in der Berechnung noch der Nutzen-Erwartungswert, also der Erwartungswert, wenn wir die einzelnen unsicheren Ergebnisse mit der Nutzenfunktion bewerten. Also dann e von u von x. Okay? Sie merken den Unterschied in der Notation hier. Und das ist nichts anderes als 1/2 mal 1 plus 1/2 mal 7. Okay, was ist hier passiert? Wir haben die einzelnen Zustände direkt schon bewertet mit der Nutzenfunktion und machen dann erst den Erwartungswert. Okay, also wenn 1 passiert, was für einen Nutzen haben wir dann? Wurzel von 1. 1, das ist das. Und das passiert mit der Wahrscheinlichkeit 1/2. Das ist das. So, wenn der Fall 49 eintritt, dann haben wir einen Nutzen von 7, also Wurzel von 49 ist 7, das ist das, tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 ein, ist das hier. Zusammengenommen ist das der Nutzen-Erwartungswert, macht einen Wert von 4. Okay? Und das Sicherheitsäquivalent ist das sichere Ergebnis S, welches uns den gleichen Nutzen gibt wie der eben berechnete Nutzen-Erwartungswert. Wir suchen also das S, für das gilt, u von s ist gleich Wurzel von s ist gleich 4. Und Sie sehen sofort, dass da s gleich 16 gelten muss. Ne? Also wenn wir auf beiden Seiten quadrieren, steht da s gleich 16. 16 ist also die sichere Zahlung, bei der die risikoaverse Entscheiderin indifferent wäre zwischen der Lotterie und der sicheren Zahlung. Dann können wir in die Formel für die Risikoprämie noch einsetzen. Lambda ist 25 minus 16 ist gleich 9.
Ne? Also hier Ergebniserwartungswert minus Sicherheitsäquivalent ist 9. Nochmal zur Interpretation der Risikoprämie. Die Risikoprämie Lambda ist der Betrag, den die risikoaverse Entscheiderin höchstens als Abschlag in Kauf zu nehmen bereit ist, um das Risiko der Lotterie zu vermeiden. Genau. Und das Ganze können wir auch in die Grafik eintragen. Das habe ich jetzt in meinen Notizen ein bisschen unterschlagen. Wurzel von x verläuft ungefähr so, würde ich sagen. Hier haben wir die Dimension x und dann die Bewertung. U von x ist also Wurzel von x. 1 ist ziemlich weit hier unten. Wenn man da hochgeht und abliest, ist das hier U von 1 ist 1. Dann ein Stück weiter haben wir die 16, sagen wir mal, das wäre hier. Das ist natürlich nicht maßstabsgetreu, was ich hier zeichne, aber die echte maßstabsgetreue Zeichnung haben Sie ja im Buch. Deswegen machen wir das hier nur so Pi mal Daumen ist 4. Ein Stück weiter haben wir die 25. Wenn wir da hochgehen, dann haben wir hier U von 25. Wurzel 25 ist also 5. Und als maximales Ergebnis haben wir, dann gehen wir mal bis hier, so, die 49. Okay, das ist wirklich nicht sehr maßstabsgetreu. Und dann hier U von 49 ist gleich 7. Okay? Das ist das erste Ergebnis, was passieren kann. Das ist das zweite von der Lotterie. Das hier ist das Sicherheitsäquivalent. Das hier ist der Ergebniserwartungswert. Und die Differenz hier ist Lambda. Ne? Das ist die Risikoprämie. So sieht das hier in der Zeichnung aus. Und wir haben hier eine konkave Nutzenfunktion, steht für eine risikoaverse Entscheiderin. Ein Beispiel aus der Realität ist natürlich die Versicherungsprämie. Klar, bei Versicherung geht es darum, dass man sich gegen Risiken absichert. Und der risikoaverse Versicherungsnehmer möchte ein bestimmtes Risiko vermeiden und zahlt der Versicherung eine bestimmte Prämie, heißt es sogar, damit sie das Risiko übernimmt. Und die Höhe dieser Prämie ist maximal die hier in der Grafik eingezeichnete Risikoprämie. Also das hier. Warum höchstens und nicht genau? Naja, der Vertrag zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer ist ja ein Stück weit Verhandlungssache und hängt auch davon ab, ob sich die Versicherung im Erwartungswert für die Versicherung rechnet. Also das hier ist die maximale Risikoprämie und ob das wirklich zustande kommt, ist eine Verhandlungssache zwischen dem Versicherungsnehmer und der Versicherung. So. Wie wir jetzt eben gesehen haben, äußert sich die Risikoaversion in der Rechtskrümmung, also der Konkavität der Nutzenfunktion. Dann könnte es ja Sinn machen, den Grad der Krümmung, der durch den Betrag der zweiten Ableitung der Nutzenfunktion ausgedrückt wird, als Maßstab für Risikoaversion zu verwenden. Und genau das geschieht bei der sogenannten absoluten Risikoaversion, die definiert ist als minus die zweite Ableitung durch die erste Ableitung. Das ist die absolute Risikoaversion, wird auch Pratt Error Mass genannt, nach den beiden Ökonomen Pratt und Error. Oh Wunder. Und darauf aufbauend gibt es noch die sogenannte relative Risikoaversion und die absolute Risikotoleranz. Die relative Risikoaversion ist einfach x mal das von hier oben. Und die absolute Risikotoleranz ist einfach die Inverse, ne, von der absoluten Risikoaversion. Und das ändert einfach die Interpretation der ganzen Sache. Und auf Basis der Ausprägungen dieser Kennzahlen können wir Klassen von Nutzenfunktionen identifizieren, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Machen wir auf der nächsten Folie, aber erst kann man die Abgrenzung zwischen relativer und absoluter Risikoaversion kann man anhand eines
beispielhaften Entscheidungsproblems veranschaulichen. Ein Kapitalanleger hat die Möglichkeit, einen bestimmten Geldbetrag G aufzuteilen auf eine riskante Anlage und eine risikolose Anlage. Okay, das können Sie jetzt nur lesen, weil ich es gesagt habe. Die Entscheidung hängt auf der einen Seite ab von der Risikoeinstellung, auf der anderen Seite von der Rendite der risikolosen Anlage und der erwarteten Rendite der riskanten Anlage. Hat die Entscheiderin eine konstante absolute Risikoaversion, verändert sich der riskant angelegte Betrag bei einer Veränderung des Anfangsvermögens G nicht. Hat die Entscheiderin dagegen eine sinkende absolute Risikoaversion, steigt der riskant angelegte Betrag und damit das absolut übernommene Risiko mit wachsendem Vermögen. In Bezug auf die relative Risikoaversion kann man das Gleiche aussagen, allerdings rechnet man da mit dem riskant angelegten Anteil am Anfangsvermögen G, also dem relativ übernommenen Risiko. Der Bezug der absoluten und der relativen Risikoaversion zum Vermögen ermöglicht Aussagen über Vermögenswirkungen auf Entscheidungen. Die Risikotoleranz ist besonders bei Fragen der Risikoaufteilung anschaulich. Dabei beinhaltet eine optimale Risikoaufteilung zwischen verschiedenen Individuen, dass jeder genau den Risikoanteil übernimmt, der dem Anteil seiner Risikotoleranz an der Summe aller Toleranzen entspricht. So, in dieser Tabelle haben wir häufig verwendete Nutzenfunktionen und ihr Verhalten bezüglich der Risikomaße aufgelistet. Wie Sie sehen können, unterscheiden sich die verschiedenen funktionalen Formen der Nutzenfunktionen in den Ausprägungen der absoluten und relativen Risikoaversion. Also hier steht, was eine Nutzenfunktion ist. Hier steht, wie sich die absolute Risikoaversion hier verhält und hier steht, wie die relative Risikoaversion sich verhält. Das können Sie alles auch nachprüfen, indem Sie jeweils in die Formeln einsetzen. Die Frage ist natürlich, welche Nutzenfunktion ist denn angemessen? Und wenn wir uns die empirische Literatur anschauen, da gibt es Experimente, stellt sich raus, dass Menschen überwiegend durch eine abnehmende, absolute und konstante relative Risikoaversion gekennzeichnet sind. Will heißen, das hier ist realistisch. Dementsprechend sind die logarithmische Nutzenfunktion und die Potenzfunktion als Nutzenfunktion anscheinend besonders plausibel, um menschliches Verhalten zu modellieren. Also logarithmisch wäre sowas wie ln von x, also der Logarithmus des Gewinns oder der Gewinn hoch eine bestimmte Potenz, die zwischen 0 und 1 liegen soll. Das sind anscheinend relativ plausible Nutzenfunktionen.